Herzlich willkommen. Nichts ist los, wir sind im Nichts, machen im Nichts weiter und hoffen, mit nichts voranzukommen. Willkommen zu Dragon Age Origins. Wir haben beim letzten Mal gesehen, was passiert, wenn wir hier noch eine Weile bleiben. Werden die Flammen nämlich größer? Wir sind mitten im Nichts, haben beim letzten Mal alle Verwandlungsformen bekommen. Wollen jetzt mal die anderen Gegner hier besiegen. Irgendwann bis zum entscheidenden Dämon vorzustoßen. Zum Dämon der Trägheit. Ein paar Gebiete vor uns. Deine Angst ist deine Schwäche! Also ganz cool, wie unser Charakter hier die ganze Zeit die Leute voll quatscht. Also in letzter Zeit weniger Story, mehr Kämpfen und durch die Gebiete laufen. Und dadurch, dass die Kämpfe sehr einfach sind, halten sich die Schwierigkeitsgrade auch in Grenzen, so Mauseloch und Templerleiche. Speichern wir auch mal. Automatisch speichern ist immer am besten. Wenn ihr könnt. Ich denke mal, wir werden in der Mauseform hinterhergehen. Hat sogar einen Namen, Berewel. Scheint wohl eigentlich dieser vier Superwesen zu sein, die wir, also diese vier niederen Dämonen, die wir besiegen müssen, um zum Dämon der Trägheit zu kommen. Ich verdiene diesen. Hat das auch schon hinter sich. Kurz wieder abgeschlossen. Albträume, das weiß ich noch nicht. Allerheiligstes können wir anscheinend auch noch nicht betreten. Nee. Machen wir mal das reine nicht. Ich weiß, was an dieser Albträume an der Seite, da finden wir dann unsere anderen Charaktere. Falls ihr euch fragt, was es damit auf sich hat. Siehst du das? Was habt ihr getan? Ich habe etwas gespürt, als würde sich der Boden verändern. Abgesehen davon, dass es vermutlich nicht der Boden war. Ich habe einen der Dämonen auf den Inseln getötet. Wirklich? Ihr habt es geschafft, zu ihm zu gelangen? Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Der Tod dieses Dämons muss etwas geöffnet haben. Vielleicht fügt sich jetzt alles zusammen. Okay. Ach, hier ist eine Geistertür. Schwarze Stadt und Level Up. Level Up gefällt mir doch sehr gut. Kräfte sammeln.
die schwarze Stadt. Kein Reisender im Nichts kann die schwarze Stadt übersehen. Sie ist eine der wenigen Konstanten dieses sich ständig verändernden Ortes. Wo man sich auch aufhält, die Stadt ist stets im Blick, allerdings immer weit in der Ferne, als bestünde die einzige geografische Regelmäßigkeit im Nichts darin, dass jeder Punkt gleich weit weg von der schwarzen Stadt entfernt ist. Der Gesang lehrt uns, dass die schwarze Stadt einst der Sitz des Erbauers war, von dem aus er im Nichts herrschte. Er ließ sie leer zurück, als die Menschen sich von ihm abwandten. Kein Träumer gelangt dorthin, auch kein Geist. Selbst die mächtigsten Dämonen meiden diesen Ort. Golden und wunderschön soll die Stadt einst gewesen sein, bis eine Gruppe mächtiger Magisterlords aus dem Reich von Tevinter einen Weg fand, sich Zutritt zu verschaffen. Ihre Anwesenheit entweihte die Stadt und sie wurde schwarz, was damals wohl die geringste Sorge des Magisterlords gewesen sein durfte. Aus Hinter dem Schleier Geister und Dämonen von Verzauberer Midromel. Na dann. Gehen wir durch die Geistertür mal wieder zurück. Die hinterlassen doch irgendwie alle nichts hier, diese Gegner. Ihr seid zurück. Das überrascht mich nicht. Es gibt keinen Ausweg. Bei jedem Schritt denkt ihr, er könnte euch vielleicht nach Hause führen. Aber das ist ein Irrtum. Okay, der sagt nichts Neues, obwohl wir den zweiten Dämon besiegt haben. Aber der brennende Turm mal weiter. Hier gab es ja Türen, wofür wir hätten damals die Golemform gebraucht. Ich wollte die Form haben. Uiuiui. Scheint ja gleich eine Menge Gegner auf uns zuzukommen. Wer die auf uns schießt, ne, na dann kommt man nach und nach weg. Niederen Dämonen scheint alles in der Mitbot zu sein. Ich denke mal, wenn wir irgendwann zum Dämon der Trigger selbst kommen, wird der wahrscheinlich nur der Endgegner sein, dieses Gebiet hier nicht. Auch wenn ich natürlich gerne leichte Kämpfe habe, ich hoffe, der fordert uns ein bisschen mehr, damit es sich gelohnt hat, sich hier durchzukämpfen. Wenn wir das ja eigentlich machen, um die Magier im Kampf gegen die Dunkle Brut und für das Landing gegen Terran Logan. Wow. Wir nehmen so gut wie keinen Schaden, zumindest unsere Regeneration ist viel höher als das, was wir uns hier ausmachen. Uns hier verpassen. Da ist der nächste Zwischengegner. Dragos. Hinter sich. Wird erledigt. Also die Zeichen der Stärke hier, die lohnen sich ja wirklich. Und der Magierbrecher.
Stimmt, hier sind wir damals nicht weitergekommen, oder? So, der heilt die ganze Zeit. Nee, dann muss er zuerst weg. Schule des Geistes. Vier Schulen der Magie. Und eine Notiz, nehmen wir gleich beide Codex-Einträge mit. Die Läuterung. Unter den Schülern des Zirkels ist nichts so gefürchtet wie die Läuterung. Man weiß nur wenig über dieses Übergangsritual. Und schon das führt zu Angstzuständen. Denn nur Schüler, die diese Prüfung bestehen, tauchen danach überhaupt wieder auf. Und zwar als vollwertige Mitglieder des Zirkels, der Magie. Über die anderen ist nichts bekannt. Vielleicht werden sie im Schande fortgejagt oder umgehend getötet. Ein besonders groteskes Gerücht aus dem Zirkel von Rivain besagt, die Versager wurden in Schweine verwandelt, gemästet und dann den Oberverzauberern zum Abendessen serviert. Ja, bestimmt. Es gibt aber keine Beweise dafür, dass das im Zirkel von Rivain außerordentlich viel Schweinefleisch gegessen würde. Von Genitivi und die vier Schulen der Magie. Schule. Ich trinke erstmal was Schule des Geistes. Und die Stimme des Erbauers erschütterte das nichts und sprach: Nach meinem Bilde schuf ich mein Erstgeborenen und übertrug ihm die Herrschaft über alles, was ist. Dein Wille allein bestimmt den Lauf der Dinge. Und doch tust du nichts. Das Reich, das ich dir gab, ist ohne Form, ohne Bestand. Totenklage 5.4. Die Schule des Geistes ist die erste der beiden Schulen der Energie. Ihr Gegenpol ist die urtümliche Schule. Es ist eine Schule der Geheimnisse und der Vergänglichkeit. Sie befasst sich mit unsichtbaren Energien, die uns stets umgeben und doch außerhalb der Natur stehen. Diese Magie bezieht ihre Macht direkt aus dem Nichts. Ihre Schüler beschäftigen sich mit der Manipulation von Mana und der Energie für Zauber ebenso wie mit der Beschwörung von Geistern. Oh hey, zu wenig runtergeschluckt. Die Magie des Geistes ist von Natur aus nur etwas für Eingeweihte, denn die meisten sind gänzlich unwissend, was das Nichts betrifft. Ihre Schüler werden vom Gemeinvolk mit Misstrauen belegt und sogar mit Blutmagiern verwechselt. Ein tragisches Schicksal für ein doch so nützliches Betätigungsfeld. Von Josephus. Stehen gleich wieder zwei Magier zur Seite. Entgegen, so rum. Magier bewaffnet mit Schwertern, das passt ja eigentlich gar nicht. Wie wenn Morrigan in den Infight gehen würde. Hier lang. Feinde nähern sich! Ob das schon alles war. Das wird schon werden. Magier, das ist ein Priester, aber das eine schließt das andere nicht aus, aber. So, so viel dazu. Natürlich.
kann man jetzt Schulen der Magie hervorrufen. Gesetz, Gegensätzlichkeit in allem. Für die Erde der Himmel, für den Winter der Sommer, für die Dunkelheit das Licht. Mein Wille allein schafft Gleichgewicht und der gibt der Welt neues Leben. Totenklage 5.5. Die Schule der Hervorrufung, manchmal auch Schule der Natur genannt, ist die zweite der Schulen der Materie, Ausgleich und Ergänzung der Veränderung. Hervorrufungsmagie beeinflusst natürliche Kräfte, verändert Bestehendes und erschafft Neues. Hervorrufung erfordert mehr Raffinesse als jede andere Schule und wird darum nur selten gemeistert. Nach Magiern, die sich intensiv mit Hervorrufung beschäftigt haben, besteht große Nachfrage, weil sie in Friedenszeiten ebenso nützlich sind wie im Krieg. Ja, wieder von Josephus. Mehr Codex-Einträge? Nee, okay. Machen wir mal weiter. Da unten müssen wir anscheinend hin. Gehen wir zuletzt hin. Rein. Kommt gleich drei Golems auf einmal, sehr gut da. Da kommt noch ein Vierter. Muss sich ja lohnen. Wenn ich nicht zu viel zugemutet habe. Jetzt leben nur noch drei Golems. Ich hätte mitkriegen sollen, dass der eine auf dem Gang nicht bemerkt hat. Anhand diesen Werten, dieser Werte. Natürlich. Schule der Veränderung, gucken wir gleich. Dankeschön. So. So, wir haben schon die vier Schulen des Geistes. Okay, jetzt haben wir das dritte davon. Dir, meinem Zweitgeborenen, gebe ich dieses Geschenk. Möge brennen in deinem Herzen eine unlöschbare Flamme, die alles verschlingt und niemals satt ist. Totenklage 5.7. Hier war 5.5, hier war 5.4, 5.7, vielleicht kommt noch 5.6. Veränderung ist die zweite Schule der beiden Schulen der Materie. Der Gegenpol zur Hervorrufung und wird darum oft auch Schule der Negierung genannt. Nichts lebt ohne den Tod. Die Zeit bringt in der materiellen Welt unweigerlich für alle Dinge das Ende mit sich. Und doch verbirgt sich in diesem Ende die Saat eines Anfangs. Ein Fluss kann über die Ufer treten und alles zerstören, aber er bringt auch neues Leben in das Überschwemmungsgebiet. Wenn ein Feuer einen Wald vernichtet, regt es doch neues Wachstum an. Und so manipulieren wir mit der Magie der Veränderung Kräfte wie Erosion, Verfall und Zerstörung, um Neues zu erschaffen. So sieht's aus. Die massive Tür gehen wir noch nicht, jetzt ist ja noch einer von den vier Gängen hier übrig. Vielleicht gibt's da den vierten Hinweis auf diese Schule der Magie. Nur 2 von 2 von den Golems, ja, dann geht das ja. Mit der einen Waffe macht immer so 30 Schaden, mit der anderen 8. Das denkt man das Schwert und das andere ist das Tänz der Willenskraft. Und Schule der urtümlichen Magie, dann ist das wohl das vierte. Natürlich. Na dann zeig mal, was ihr noch habt. Oh, keine Totenklage. Wer sich dir entgegenstellt, soll des Zimmels Zorn spüren. Felder und Wälder werden brennen. Das Meer wird sich erheben und sie verschlucken. Der Wind wird ihre Nation tilgen vom Angesicht der Erde.
Blitze werden vom Himmel einschlagen und sie werden ihre falschen Götter anrufen und nichts als Stille finden. Andraste, 7.19. Die urtümliche Schule wird manchmal auch die Schule der Macht genannt und ist die zweite der Schulen der Energie, der Gegenpol zur Schule des Geistes. Sie befasst sich mit den sichtbaren und fassbaren Mächten der Natur selbst. Es ist die Magie des Krieges, Feuer, Eis und Blitz, Vernichtung. Daran denken die meisten, wenn sie das Wort Magie hören. Wer denkt daran nicht, wenn er Blitz hört, hört er doch immer gleich an Vernichtung. Oder denkt man doch immer gleich an Vernichtung. In meiner Liste gäbe es hier irgendwo was mit einem Mauseloch, aber ich sehe hier nichts. Vielleicht sind wir doch richtig. Arkana-Schrecken, und da ist doch ein Mauseloch, oder? Ne, eine Geister drauf. Na, da haben die ja überhaupt kein Leben, diese Gegner. Jetzt kommen wir hier raus, okay? Hier ist doch das Mauseloch. Mal vergesse die Lüftung frei zu machen, das spricht nicht für mich. Wie erwünscht. Sens der Geschicklichkeit, vielen Dank. Nur zu, während wir hier kämpfen. Scheint das Leid seines Kollegen und so peripher zu tangieren. Geistertür und das Mauseloch. Aber es gibt gleich zwei Dinge. Natürlich. Geschicklichkeit und Konstitution. Können wir dadurch bessere Waffen ausrüsten? Gut, wir haben natürlich Kaylins Rüstung, da werden wir wohl kaum noch was Besseres brauchen demnächst. Aber wir könnten jetzt diese Blutdrachenrüstung tragen. Dann kann ich das andere Zeug alles Alistair geben.
können wir uns mal den Bossgegner hier widmen gehen. Unserer neuen Rüstung. Slavrim. Sieht nicht aus wie ein Dämon, sondern eher wie eine Abscheulichkeit. Macht uns auch gar keinen Schaden. Ist schon weg. War wohl doch sehr einfach. Das sollte kein Problem sein. Schon sind zwei Albträume freigeschalten. Wir machen aber erst die Invasion der dunklen Brut zu Ende. Ich frage mich, ob wir uns Allerheiligste auch so könnten. Der Bossgegner gar nicht auf dem Zettel. Frag mich, was ich so als Golem austeile. Das ist so gut wie nie. Meine Lebenspunkte nicht runter und ich regeneriere mich permanent nur mal so ein Stückchen wieder. Wenn jetzt die nächsten mitbekommen haben, dass hier die Kollegen in Probleme kommen. Oh, der hat mich erstmal umgeruppt. Unglaublich. Alle einzeln. Gut, Keil der Zermalma. Bis wir voll geheilt sind. Oh, ein Oger. Gar keiner dieser vier niederen Dämonen zu sein. Gut, das sind auch keine Magie, das sind ja die dunkle Brut im Endeffekt. Der wäre weg. Was sagt das Quest jetzt? Befreie die ganzen anderen. Befreie Alistair, befreie Liliana, befreie Wynn. Hier an. Erster Albtraum. Alistair Goldana. Oh, hallo. Ihr seid sich... Hey! Schön, euch wiederzusehen. Ich habe gerade an euch gedacht. Ist das nicht ein großartiger Zufall? Ihr erinnert euch doch sicher an Goldana. Das sind ihre Kinder. Und irgendwo laufen noch mehr herum. Endlich sind wir eine glückliche, große Familie. Die Goldana, die dich zurückgewiesen hat. Das sind Dämonen, müsst ihr wissen. Och, das sagt jeder über seine Verwandten. Aber ich war noch nie glücklicher. Ich bin voller Freude, meinen kleinen Bruder wiederzuhaben. Ich lasse ihn nie mehr aus den Augen. Ihr lebt bei eurer Schwester? Es ist nichts Falsches daran, dass ich bei meiner Schwester lebe.
Ich hatte bisher nie eine richtige Familie. Nun, Alistair, bleibt dein Freund zum Abendessen? Sag doch ja! Goldenna kocht vorzüglich. Vielleicht macht sie uns ihre Fruchttörtchen. Wäre das wohl möglich? Natürlich, werter Bruder. Für dich immer. Sie ist nur ein Dämon in Verkleidung. Glaubt nichts von alledem. Könnt ihr so etwas über Goldenna sagen? Sie ist die Güte in Person. Ja, die echte Goldenna ist es ja nicht. Ihr benehmt euch wirklich seltsam. Denkt daran, wie ihr hergekommen seid. Denkt gut nach. Schön, wenn es euch Spaß macht. Ich... Es ist irgendwie verschwommen. Seltsam. Alistair, komm und trink etwas Tee. Nein. Wartet. Ich erinnere mich. Ein Turm, der Zirkel, wurde angegriffen. Da waren Dämonen. Mehr weiß ich nicht mehr. Erinnert ihr euch noch an den Dämon der Trägheit? Heißt das, meint ihr, das ist alles ein Traum? Aber er ist so real. Natürlich ist alles real. Wasch dir vor dem Essen noch die Hände und ich... Irgendwas fühlt sich hier nicht so an, wie es sollte. Ich glaube, ich muss gehen. Sie ist nicht wirklich eure Schwester. Sie ist es. Aber auch wieder nicht. Nein! Er gehört uns. Ja. Und lieber sehe ich ihn tot, als ihn freizugeben. Schon. Sehen wir hier, was Sache ist? Dann schnell mal gucken, ob Alistair nicht. So, Kaylins Rüstung, da fehlt noch ein bisschen. Sicherlich die ganzen Essenzen hier richtig gut aufgelevelt habe. Gucken, von was ich bin und Liliana verführen lassen habe. Liliana vielleicht von Martolet. Gold. Dana? Ich kann es nicht glauben. Warum habe ich das nicht früher gesehen? Der Dämon hat irgendwas mit eurem Kopf angestellt. Ja. Erzählt bitte niemandem, wie leicht ich zu täuschen war. Gehen wir jetzt? Moment, wo geht ihr denn hin? Was geschieht mit mir? Hey! Der erste wäre damit weg. Etwas Glück hat Alistair es geschafft, es nicht zu verlassen. Können wir hier trotzdem noch hinreisen? Ja, okay. Wollte ich jetzt gar nicht, aber ich wollte nur wissen, ob es noch möglich wäre. Und es ist noch möglich. Nächster Albtraum. Wynn oder Liliana? Win. Gesegnet sei, auf wem des Erbauers Auge ruht. Quatsch, Liliana, so. Wer seine Vergebung erfleht. Liliana, was macht ihr denn da? Gesegnet. Was? Wer seid ihr? Ich bitte euch, stört die Kontemplation des Mädchens nicht. Ehrwürdige Mutter, ich kenne diese Person nicht. Ihr kennt mich nicht? Seid ihr verrückt geworden? Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wovon ihr redet. Bitte verstört sie nicht. Sie braucht Stille und Einsamkeit, damit ihr Geist ruhen und ihr Herz heilen kann. Ich weiß, was ihr seid, Dämon. Warum sagt ihr so etwas über die ehrwürdige Mutter? Bitte geht. Wisst ihr nicht mehr, warum ihr das Kloster verlassen habt? Ich erinnere mich, da war ein Zeichen. Liliana, wir haben schon über dieses Zeichen gesprochen. Der Erbauer mischt sich nicht in die Angelegenheiten der Sterblichen ein. Eure Vision war wohl eher das Werk von Dämonen. Hört nicht auf sie, vertraut dem, was ihr wisst. Ja, mit Dämonen kennen sie sich auch, schließlich ist sie selber einer.
Der Erbauer sorgt sich um uns. Ich glaube, dass er seine verirrten Kinder ebenso sehr vermisst, wie sie ihn. Meine Vision mag nicht von ihm stammen, aber sie leitet mich an, das Richtige zu tun. Meine ehrwürdige Mutter wusste das. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr seid nicht sie. Ihr seid zur Vernunft gekommen, wurde auch Zeit. Gehen wir. Mein Kopf ist noch nicht wieder klar, aber ihr kommt mir bekannt vor. Ich glaube, dass ich euch vertraue. Sind das nur Ebenbilder? Das ist eure Heimat. Oder sind das eure Zuflucht? Wollt ihr die Sicherheit dieses Ortes wirklich verlassen? Bleibt und erfahrt Frieden. Das ist nicht nötig. Ich trage den Frieden der Kirche in meinem Herzen. Ihr werdet nirgendwo hingehen. Ich werde es nicht erlauben. Ihr könnt ihr nicht länger befehlen, Dämon. Sie ist frei. Nein, sie gehört uns. Jetzt und immer da. Liliana, ich weiß nicht, ob die in dem Zauber drin ist, aber es nur Abbilder der Charaktere sind, die uns nicht erkennen. Das ging ja schnell. Heiliger Erbauer, sie war ein... Ein Dämon, ja. Mein Kopf schmerzt, als sei ich gerade aus einem schrecklichen Albtraum erwacht. Hatten wir nicht irgendeine Aufgabe zu erledigen? Wir sollten aufbrechen. Moment, was geschieht da mit mir? So, Liliana ist wieder unterwegs. So. Bleibt noch Win. Sie sehen also gar nicht aufgeschrieben, wie die hier aussehen. Und dass sie sich deshalb davon nicht beeinflussen lassen. Gut, vielleicht hat Alistair das vorhin anders gesehen, wo es ja hieß, irgendwie. Es gibt Abendessen, dass dem das nicht auffällt, dass der in einer völlig unwirklichen Welt ist. Ich habe sie alle enttäuscht. Sie sind gestorben und ich habe es nicht verhindert. Was ist das alles? Der Tod. Seht ihr ihn denn nicht? Er umgibt uns von allen Seiten. Ihr seid im Nichts, das ist ein Traum. Warum wurde ich verschont, wenn ich ihm nicht helfen kann? Welchen Sinn hat mein Leben noch, wenn ich meine Aufgabe nicht erfüllen konnte? Überlasst mich meinem Schmerz. Ich werde ihre Knochen begraben, ihre Asche in alle vier Winde verstreuen und ihr Hinscheiden bis zu meinem eigenen Tod beweinen. Ihr müsst dieses Gefühl bekämpfen, was es auch sein mag. Eure unverhohlene Geringschätzung der Seelen der Toten empfinde ich als gänzlich unangebracht. Sie sind noch nicht tot, das ist ein Trick. Ich weiß nicht, was ihr damit sagen wollt. Warum macht ihr es noch schmerzlicher? Wo wart ihr überhaupt, als es passiert ist? Ich habe euch als Verbündetem vertraut, aber ihr wart nirgends zu finden. Ich bin das Einzige, das hier real ist. Vergesst alles andere. Ich weiß nicht, wozu es gut sein soll, aber ich werde es tun, wenn ihr dann zufrieden seid. Ich habe Probleme, mich zu konzentrieren. Als wäre da etwas, das mich davon abhält. Ich hatte noch nie so große Schwierigkeiten. Wenn ich von hier wegkäme, könnte ich vielleicht klarer denken. Das klingt nach einer guten Idee. Verlasst uns nicht. Heiliger Erbauer, bleibt weg von mir, unreine Kreatur. Ich sagte doch, es war nicht real. Gleitbuhlen, schlaf tief und fest in der warmen Umarmung des Erdreichs. Kämpft nicht dagegen an, ihr gehört hierher, zu uns. Nein, noch nicht, meine Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Es ist noch nicht so weit. Kommt mit zu eurer Ruhestatt. Ah, die Dämonen. Jetzt habe ich irgendeinen meiner... Jetzt hat sich das Spiel aufgehangen. Gefällt mir gar nicht. Moment, das starten wir gleich mal neu. Keine Ahnung, warum das in letzter Zeit öfter mal passiert.
wenn wir die ganzen Gesprächsoptionen natürlich schnell wieder überklicken. Möge der Erbauer mir vergeben. Ich habe sie alle enttäuscht. Sie sind gestorben und ich... Glaub nicht daran, Win. Der Tod. Seht ihr ihn denn nicht? Ihr seid im Nichts, ist ein Traum. Verlasst mich meinem Schmerz. Eure unverhohlene Geringschätzung der Seelen der Toten. Wo wart ihr überhaupt, als es passiert ist? Wenn ich von hier wegkäme, könnte ich vielleicht klarer... Heiliger Erbauer, bleibt weg von mir. Und sag dir doch, es war nicht nein, real. Noch... Feinde nähern sich! Ist es vorbei? Dank dem Erbauer für euer Auftauchen. Moment! Was geschieht jetzt? Wohin geht ihr? Dürfte ja nur noch ein Quest bleiben. Das war der Dämon. Jetzt hat sich auch meine Frage erledigt. Ich habe ihn nämlich vorhin eine Fähigkeit weggeworfen in dem Kampf aus Versehen. Die wollte ich nochmal wieder ranrufen. Aber es hat sich erledigt, weil es wieder rückgängig gemacht wurde. Bleibt noch das Allerheiligste. Was haben wir denn hier? Einen aufsässigen Lakai? Einen entflohenen Sklaven? Ganz schön frei. Genug gespielt. Ihr müsst jetzt alle wieder zurück. Oh, hier bin ich. Und da seid ihr. Ihr wart einfach verschwunden. Na, wie auch immer. Ihr wolltet uns voneinander trennen, weil ihr uns fürchtet. Ist es nicht so? Ihr haltet uns nicht, Dämon. Wir haben einander hier gefunden und dagegen könnt ihr nicht bestehen. Wenn ihr friedlich zurückgeht. Oh, ich denke mal, wenn wir nicht bei den anderen gewesen wären, hätten wir jetzt alleine gegen ihn kämpfen müssen. Ich schaffe mir mein Glück selbst. Vielen Dank. Müsst ihr immer nur an euch selbst denken, das verletzt mich. Er spricht bewusst zu leise. Ich gehe das Risiko ein und tue nichts von dem, was ihr sagt. Ihr wollt mich bekämpfen? Werdet euch meiner Überlegenheit beugen, Sterblicher. Mehrere Runden der Kampf, sonst wäre auch so einfach gewesen wahrscheinlich. Und die dritte Form, das ist eine ursprüngliche Quizzeit, das ist ja sogar die letzte. Vierte Form. Einfach und mit Heilmagier in der Gruppe ist das bisher nicht die wirkliche Schwierigkeit. Also gut, das hat nicht funktioniert. Noch eine fünfte Form. Ist das ja die echte Form, wer weiß das schon. Ihr habt den Dämon besiegt. Ich hätte nie gedacht,
hätte nie erwartet, dass ihr euch befreien könnt. Uns beide sogar. Wenn ihr zurück seid, nehmt die Litanei von Adrala von meiner Leiche. Sie wird euch vor der schlimmsten Blutmagie beschützen. Eurer Leiche? Ich kann nicht mit euch gehen. Ich bin schon zu lange hier. Für euch war es wie ein Mittagsschlaf. Euer Körper ist in der realen Welt nicht verfallen, während euer Geist in den Klauen eines Dämons war. Ihr denkt, dass ihr sterben werdet? Jede Minute meines Hierseins hat der Dämon der Trägheit mein Leben abgesaugt, um damit den Albtraum dieses Reichs aufrechtzuerhalten. Es ist kaum noch etwas übrig. Ich war nie dazu bestimmt, den Zirkel zu retten oder das alles auch nur zu überleben. Ich sterbe. So einfach ist das. Ich muss doch irgendwas tun können. Danke. Aber für mich ist es zu spät. Ich fürchte nicht, was kommt. Es heißt, im Tod kehren wir zum Erbauer zurück. Und das ist ja nicht wirklich schlimm. Ich bedauere nur, dass ich den Zirkel nicht retten konnte. Aber ihr könnt es. Nehmt die Litanei von meiner Leiche, wenn ihr zurückkehrt. Es ist wichtig. Das werde ich. Ich bin kein Held. Es war dumm, einer sein zu wollen. Das stimmt, ich habe viel getan, um dem Zirkel zu helfen. Je finsterer die Zeiten, desto größer die Heldentaten? Da könntet ihr recht haben. Bevor ich zum Zirkel gebracht wurde, sagte meine Mutter, ich sei zu großem berufen. Zu mehr, als meine Ahnen sich je erträumt hätten. Hoffentlich habe ich sie nicht enttäuscht. Das habt ihr nicht, Niall. Wir müssen uns jetzt beide auf den Weg machen. Vergesst die Litanei von Adrala nicht. Nun zählt nur noch der Zirkel. Danke und lebt wohl. In Freundschaft. Farewell. Und wir sind wieder hier. Gut, fangen wir an. Litanei von Adrala. Inventar voll. Bleibt die Litanei nicht hier? Nein, die brauchen wir. Mal ganz ehrlich, sind die Litanei brauchen wir sogar im nächsten Bosskampf. Irgendwo muss sie doch sein. Hier. Du hast mal weiter an deinem Schurken. Ich muss sagen, hier machen wir Schluss. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, wie weit es im Zirkel noch geht und ob wir nicht diesen Aldritch aufhalten können. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.